Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Online-Pressegespräch begrüßen. Wir haben Sie heute eingeladen, mit uns über die Perspektiven der medizinischen Ersteinschätzung in Krankenhäusern und insbesondere über ein Modellprojekt am Klinikum Rosenheim zu diskutieren. Die Machbarkeitsstudie, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen wollen, beleuchtet dabei insbesondere zwei zentrale Themenfelder. Erstens die gestufte Ersteinschätzung mit einem gemeinsamen Tresen und die Weiterleitung von geeigneten Akutpatientinnen in die ambulante vertragsärztliche Versorgung. Ich möchte Ihnen dazu Ihren heutigen Gesprächspartner vorstellen, Herrn Dr. Wolfgang Krompholz. Herr Krompholz ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Herr Dr. Dominik von Stillfried. Herr Stillfried ist Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung. Herr Dr. Michael Bayer-Filloff, Herr Bayer-Filloff, Chefarzt der zentralen Notaufnahme am Klinikum Rosenheim. Und last but not least, Herr Dr. Michael Lauerer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Bevor wir gleich beginnen wollen, nur zwei kurze technische Anmerkungen. Nach den vier Kurzbeiträgen wollen wir sofort in die Frage- und Antwortrunde einsteigen. Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich bitte per Zoom-Handzeichen. Nehmen Sie dann der Reihe nach dran. Wir schalten Sie dann sofort frei und Sie können Ihre Fragen live stellen. Die Medieninfo dürfte jetzt schon auf dem Weg zu Ihnen sein. Die Vorträge finden Sie dann direkt im Anschluss an unser Pressegespräch auf unserer Website. So, genug der Vorrede. Beginnen wollen wir nun mit den Bewertungen von Herrn Dr. Bayer-Filloff. Dann kommt der Dr. von Stillfried an die Reihe, dann Herr Dr. Lauerer, bevor Herr Dr. Krompholz die Ergebnisse zusammenfasst und standespolitisch einordnet. Herr Dr. Bayer-Filloff, bitte. Ja, guten Morgen. Aus Rosenheim ohne den entsprechenden Hintergrund. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir Ihnen unsere Ergebnisse einer gemeinsamen Studie mit der Kassenärztlichen Vereinigung vorstellen dürfen. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch gut und werde jetzt mal den Bildschirm teilen. Das hoffe ich, das geht jetzt auch. Sie sehen das hoffentlich alles gut. Ja, wie man das üblicherweise in Vorträgen macht, ich habe keine privaten oder finanziellen Interessenskonflikte. Vielleicht zu meiner Person noch ergänzend, ich bin auch ärztlicher Landesbeauftragter im Bayerischen Staatsministerium des Innern. So gesehen sind die Synergien vielleicht ganz sinnvoll, um auch das Patientenklientel der Rettungsdienstpatientin für die Zukunft der Versorgung zwischen Notaufnahme und Kassenärztlicher Vereinigung darzustellen. Kurz zur zentralen Notaufnahme in Rosenheim. Wir sind nach gemeinsamen Bundesausschuss in der Stufe umfassende Notfallversorgung, haben im Jahr etwa 45.000 Patientenkontakte. Sie sehen hier den Bauplan der ZNA und in der unmittelbaren Nähe unserer hier grün gezeichneten ZNA die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der wir seit Jahren zusammenarbeiten. Es gibt zentral einen Sichtungstresen, da sehen Sie hier ein Foto mit zwei Arbeitsplätzen. Und es hat sich dann angeboten, hier neben unserer Sichtungskraft auch die Mitarbeiter der KVB unterzubringen. Wenn man über Sichtung, Triage ist ja eigentlich ein Unwort, aber wenn man über Sichtung in Kliniken spricht, dann ist das schon seit Jahren etabliert. Es gibt zwei Systeme, die breit verteilt sind in den Notaufnahmen. Zum einen MTS, Manchester Triage System, MTS abgekürzt, beziehungsweise ESI. Und wenn Sie sich hier die Grafik anschauen, dann ist es eigentlich selbsterklärend. Es sind fünf Stufen, die Sichtung ergeben. Und was man bewerten oder was man darstellen möchte, ist die maximale Wartezeit bis zum ersten ärztlichen Kontakt. In Rosenheim wird das Ganze in einem Subsystem des Klinikinformationssystems erfasst, um eine hohe Replizierbarkeit und Sicherheit, also wenig frei subjektive Entscheidungen zu ermöglichen. Und ich habe schon gesagt, wir haben schon bisher die Gruppen normal und nicht dringend der KVB in den Besetzzeiten der Bereitschaftspraxis zugewiesen. Es geht heute viel um die beiden Sichtungseinrichtungen oder Sichtungssysteme. MTS habe ich Ihnen gerade erklärt. Zur ESMED wird dann sicher der Herr Stillfried Ihnen einiges noch darstellen. Sie sehen hier die großen Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Bei MTS geht man davon aus, dass der Patient in der Klinik bleibt. Und das große Ziel von ESMED Kontakt Plus ist, dass dem Patienten der Bereich der vertragsärztlichen
Verordnung zu, Versorgung zugewiesen wird. Wichtig ist, dass hier eine Kombination entsteht, die vor allem natürlich Patientensicherheit gewährleistet, also die sogenannten Red Flags in ESMED und die Sofortkategorie, auch die sehr dringende Kategorie, müssen natürlich identifiziert werden. Und unsere Hypothese für unsere Studie war, dass wir die Kombination so aufstellen, dass sich eben keine Einschränkung der Patientensicherheit ergibt. Das Ganze in der Reihenfolge: alle Patienten werden zunächst nach MTS gesichtet und dann durch ESMED Kontakt Plus. Der Studienaufbau ist hier mal dargestellt und eigentlich sehr, sehr simpel. Nach der Ersteinschätzung von MTS, was ich Ihnen gerade gesagt habe, gehen die höchsten Kategorien oder auch Red Flags in ESMED genannt in die Notaufnahme und die normalen und nicht dringenden zu einem sogenannten Flow Manager. Flow Manager ist eine Kreation der KV, aber halte ich für sehr bezeichnend. Also das ist der Mitarbeiter, der sich dann weiter um diese Patienten kümmert. Sie werden später noch von mir hören, ressourcenbedingte Versorgung bedeutet, dass manche Patienten in die Notaufnahme müssen, weil zum Beispiel eine Wundversorgung notwendig ist, die in einer Bereitschaftspraxis nur schwer abgebildet werden kann. Unter Studienbedingungen braucht man eine Zustimmung des Patienten und dementsprechend gibt es dann, da darf man jetzt, glaube ich, nicht erschrecken, doch einige Rückläufer in Richtung der Notaufnahme, zum einen aus dem System ESMED selber, zum anderen aus der Kontrolle durch den Telearzt beziehungsweise auch über die Bereitschaftspraxis. Aber das ist natürlich unter Studienbedingungen auch so notwendig, um die maximale Patientensicherheit zu ermöglichen. Das sind jetzt die Zahlen des Studienablaufes. Es war der Juli 2021 mit insgesamt 3.313 Patienten. Und wir haben etliche Patienten ausgeschlossen. Also Sie sehen es hier unten, das ist vor allem die Kostenträger, Berufsgenossenschaften und Selbstzahler, aber auch Haus-zu-Haus-Verlegungen und eingewiesene Patienten, sodass dann 1.701 Patienten übrig geblieben sind. 23 haben sich aus den Ausgeschlossenen verirrt und sind aber dann bewusst in den Ergebnissen beinhaltet gewesen. Das ist der typische Verlauf einer Notaufnahme und das ist jetzt nicht nur in Rosenheim so, sondern ich glaube, jede große Notaufnahme in Deutschland hat den gleichen Verlauf. Es geht um 8 Uhr steil nach oben mit einem ersten Peak um 11 Uhr, bleibt auf einem Plateau, erhöht sich nochmal um 18, 19, 20 Uhr und geht dann in den 8 Stunden erst spät, natürlich wenn alle Patienten oder viele Patienten, die die Notaufnahme verlassen konnten, auf den niedrigsten Stand. Wenn Sie sich dann die Studienpatienten anschauen und die Einteilung nach den Triage- oder Ersteinschätzungsgruppen, das hier unten ist die Timeline, also von 8 Uhr bis 20 Uhr und die Grafik ist, glaube ich, selbsterklärend, dann sehen Sie, dass bei den Studienpatienten doch 56% normal und 3% nicht dringende Patienten angekommen und eingeschätzt worden sind. Es ist auch klar, dass weitestgehend die gelben und vor allem natürlich orangen und roten Patienten der Versorgung der zentralen Notaufnahme zukommen müssen. Sie haben 3 zeitliche Peaks um 11 Uhr, habe ich Ihnen schon gesagt, und das hat sich auch bestätigt um 18 Uhr und vor allem um 20 Uhr. Also eigentlich zum Ende der Besetztheit der Bereitschaftspraxis geht das Ganze, was die Zahlen angeht, nochmal nach oben. Weiterer Peak ist Samstag und Sonntag. Sie haben die Folien ja dann auch in den entsprechenden Verteiler vom ZI, können Sie alles nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Patienten denn gekommen sind, dann sieht man, dass ein großer Anteil, nämlich 62%, Selbsteinweiser waren, auch mit den zeitlichen Peaks wieder um 18 und um 20 Uhr. Und wenn man da mal ein bisschen Details noch anschaut, dann sind 78% der Selbsteinweiser in der Ersteinschätzung, also die Queruntersuchung in den Ersteinschätzungsgruppen normal und nicht dringend. Und was für mich als Landesbeauftragter Rettungsdienst schon entscheidend ist, auch gut ein Drittel der Rettungsdienstpatienten kommen unter der Ersteinschätzungsgruppe normal und nicht dringend in die Klinik. Diese Grafik kennen Sie schon und nun zu den Studienergebnissen. Direkt zur ZNA wurden 71% gewiesen. Wir haben ganz bewusst manche direkt der Notaufnahme zugewiesenen Patienten noch durch ESMED durchlaufen lassen, um sicherzugehen, dass die Red Flags auch greifen. Das haben sie vollständig gemacht, also 100% gemacht, auch wenn die Gruppe sehr klein ist. Das ist natürlich auch dem zeitlichen Ablauf geschuldet, wenn jemand als wirklich vital gefährdet kommt und dann noch durch ESMED durchgelaufen ist.
Die Rückläufer in die ZNA nach vertragsärztlicher Sichtung, das heißt, dass wirklich ein Arzt, ob das jetzt Telearzt oder Vertragsarzt in der Praxis war, waren 5%. Und die dritte Gruppe ist dann die wirklich abschließende vertragsärztliche Versorgung. Und das halte ich für ein sehr, sehr gutes Ergebnis. 22% wurden von den Vertragsärzten versorgt. Wenn man das jetzt mal nach außen tragen möchte, dann kann man, glaube ich, plakativ sagen, 3/4 werden natürlich nach wie vor von der Notaufnahme versorgt, aber 1/4 kann der vertragsärztlichen Versorgung zugewiesen werden. Ein letzter Wert noch, 1/3 dieser vertragsärztlich versorgten Patienten waren Selbsteinweiser. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen mit der ressourcenbezogenen Zuweisung. Das ist hier der Beweis. Natürlich brauchen Patienten Röntgenaufnahmen oder eine Wundversorgung. Dementsprechend ist in der ZNA-Gruppe die Säule der unfallchirurgischen Patienten deutlich höher als in der vertragsärztlichen Versorgung, wo die höchste Gruppe natürlich der allgemeinmedizinische internistische Anteil darstellt. Ganz spannend ist, wenn man schaut, wann die Patienten denn versorgt wurden durch den niedergelassenen vertragsärztlichen Bereich. Die grauen Balken zeigen in den Besetzzeiten unserer Bereitschaftspraxis, aber, und das war eigentlich so nicht unbedingt zu erwarten, auch außerhalb dieser Besetzzeiten, und das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen, konnten Patienten unter den Studienbedingungen durch den vertragsärztlichen Bereich versorgt werden. So dass ich kurz zusammenfassen kann, die Spitzenwerte haben Sie gesehen, 11, 18 und 20 Uhr am Samstag und am Sonntag. Die Zahl der Selbsteinweiser und die Ersteinschätzungsgruppen habe ich Ihnen dargestellt, brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht vorlesen. Und plakativ kann man sagen, etwa 1/4 der Studienpatienten werden vertragsärztlich versorgt. Das sind dann vornehmlich Selbsteinweiser. 89% wurden in der Besetzzeit der Bereitschaftspraxis zugewiesen, vor allem am Samstag und am Sonntag. Und 3/4 der Studienpatienten werden nach wie vor in der ZNA versorgt. Das Fazit für mich der Studie als Best Practice, die Kombination aus MTS und ESMED am gemeinsamen Tresen ist für mich patientensicher umsetzbar. ESMED ermöglicht die vertragsärztliche Versorgung über eine besetzte KV-Bereitschaftspraxis vor Ort hinaus möglich. Wenn man nur die Bereitschaftspraxis nehmen würde, dann wäre das etablierte System mit MTS ausreichend, aber man will ja mehr. Die Patientenübergabe und auch die verantwortliche Übergabe der Patienten liegt und lag bei uns Klinik in-house mit der Übergabe an ESMED. Und wir sehen natürlich durchaus Potenzial. Das sind auch Punkte, die wir in einer zweiten Studie noch betrachten wollen. Im Fachgebiet Unfallchirurgie, Orthopädie mit eben Partnerpraxen außerhalb des Klinikums. Dann, das sind die sogenannten Kooperationspraxen. Dann muss man durchaus die Ausstattung der KVB-Bereitschaftspraxis im Zugriff auf Labor, Sonographie und Röntgen betrachten und Rettungsdienstpatienten in Besetzzeiten der Bereitschaftspraxis, die kann man, glaube ich, nicht mehr nach außen lenken, weil ich meine, der kommt ja mit dem Rettungsdienst in die Klinik. Das ist, glaube ich, nicht tolerabel bzw. zu vermitteln, dass dann jemand wieder das Haus verlassen muss. Kann man in der Bereitschaftspraxis versorgen. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass nur zum Schluss ein, glaube ich, wichtiger Kommentar, dass Redundanzen in den Abläufen zu verhindern sind. Der Datenschutz ist wichtig. Ich stehe auch zum Datenschutz, aber es, glaube ich, kann nicht sein, dass Stammdaten von Patienten oder auch die MTS oder ESMED-Daten nicht gegenseitig digital hin und her geschoben werden können, weil Redundanzen in einer Neuerfassung natürlich auch Probleme ergeben. Und da, glaube ich, muss man auch noch dran weiterarbeiten. Ja, das wäre es in kurzer Zeit, eine Zusammenfassung unserer Studienergebnisse und für Fragen komme ich ja dann später noch, bin ich zur Verfügung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Weyer-Silloff. Herr Dr. von Stillfried, bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Dominik Stillfried, bin der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Und möchte Ihnen kurz die Perspektive des ZI auf diese Machbarkeitsstudie darstellen. Das ZI ist, wie Sie vielleicht wissen, eine Forschungseinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wurde 1972 gegründet. Und wir sind eben
überwiegend im Bereich der Versorgungsforschung tätig, haben uns in diesem Zusammenhang schon seit einigen Jahren auch mit der Akut- und Notfallversorgung beschäftigt, weil sie eben ein Grenzgebiet der vertragsärztlichen Versorgung ist, die Zusammenarbeit zwischen der vertragsärztlichen Versorgung und der Versorgung in den Krankenhäusern. Aber wir sind eben als Stiftung auch auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege tätig. Dazu gehört insbesondere, dass wir die Software ESMED, also die strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland, bereitstellen können. Und in diesem Zusammenhang waren wir an der Konzeption und der Evaluation der Machbarkeitsstudie beteiligt und haben als Stiftung eben hier auch einen Auftrag zur qualitativen Evaluation an die Uni Bayreuth in Auftrag gegeben. Herr Dr. Lauerer wird dann die Ergebnisse darstellen. Für uns war es wichtig zu wissen, wie funktioniert ESMED Kontakt Plus, also die Tresenversion von der ursprünglich telefonischen Ersteinschätzung ESMED in der Praxis. Und da ging es vor allen Dingen darum, eben bei allen Selbsteinweisern einen sofortigen Behandlungsbedarf festzustellen und diejenigen zu identifizieren, die vertragsärztlich behandelbar sind. Die Frage stand im Vordergrund, ist eine Kombination von Manchester Triage und ESMED hilfreich und praktikabel? Dazu hat ja eben schon Herr Dr. Bayer-Filloff ausgeführt. Das Zweite, die Weiterleitung, sobald eben eine vertragsärztliche Behandelbarkeit feststeht, die Patientinnen in eine angemessene vertragsärztliche Versorgung zu bringen. Das hat jetzt mit ESMED nichts zu tun. Das ist dann eigentlich die Aufgabe der KV Bayerns gewesen. Und die Frage war, geht das über den gesamten Zeitraum? Und zwar jeden Tag der Woche zwischen 8 und 21 Uhr. Und was uns interessiert hat, und das war dann im Wesentlichen Teil der qualitativen Fragestellung, die Akzeptanz bei den beteiligten Ärzten und Fachpersonen in der Klinik, die die Sichtung gemacht haben, und die Mitarbeiter der KV Bayerns bis hin zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und natürlich auch die Sichtweise der Patientinnen, die in diesem Zeitraum dort sich vorgestellt haben. Dann die Identifikation weiterer Fragestellungen für eine Vertiefungsstudie, die wir im Folgenden noch vorhaben. Die Datengrundlagen stammen im Prinzip aus drei Quellen, aus dem Krankenhausinformationssystem. Dazu hat Herr Bayer-Filloff eben vorgetragen. Da sehen wir dann sozusagen diese 1700 Patienten im Fokus. Dann gibt es eine Sonderdokumentation über Laufzettel, die die Patienten begleitet hat, ab dem gemeinsamen Tresen bis zu dem Versorgungspunkt. Und da konnten wir 1627 Patienten einschließen und dann beobachten und dann eben die qualitative Erhebung durch die Universität Bayreuth, die aus Interviews mit den Beteiligten aus der Klinik und der KV sowie den Patienten bestand. Sie haben es schon gehört, 71% aller in den Studiendaten erfassten Patientinnen sind in der Notaufnahme behandelt worden. Und davon wurden eben ganz überwiegend über den Triage-Tresen, über die Sichtungsfachkraft der Notaufnahme die Patienten zugeordnet. Von 1200 waren das etwas über 1000. 29 wurden dann über ESMED wieder in die Notaufnahme geleitet. In der Zwischenzeit hatten sozusagen 11 Personen abgelehnt, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, vertragsärztlich behandelt zu werden. Nachdem klar war, aufgrund von ESMED, hier könnte eine vertragsärztliche Versorgung greifen, hatten nochmal 3 abgelehnt. Die sind in die Notaufnahme gegangen und es gab dann aus der Bereitschaftspraxis nach unseren Daten 78 Einweisungen in die Notaufnahme und durch den vorhin schon angesprochenen Arzt, der per Videotelefonie geprüft hat, ob ein Patient in die vertragsärztliche Versorgung außerhalb des Krankenhauses gehen kann. Von diesem wurden also nochmal 4 Patienten eingewiesen. Und so ergibt sich also die Gesamtsumme nach unseren Daten der Patienten, die in der Notaufnahme behandelt worden sind. Hier sehen Sie nochmal die Verteilung nach der Ankunftsweise der Patienten. Links Ankunft per Transport, also Rettungsdienst, etwa 1/3 und rechts 2/3 Selbsteinweiser. Worauf ich hinweisen möchte, sind diese hellblauen Flächen, etwa
etwas mehr als ein Drittel, die eben laut Laufzettel dann sogenannte ressourcenbedingte Zuordnungen in die Notaufnahme waren, hellgrün hier die Zuordnung zum vertragsärztlichen Bereich. In der Summe über alle Patienten sind diese ressourcenbedingten Zuordnungen, die Zuordnung in die vertragsärztliche Versorgung, etwa gleich groß. Geht nicht weiter. So. Dann sehen Sie hier die Verteilung nach der zweiten Sichtung mit ESMED. ESMED hat vier Dringlichkeitsstufen: Notfall, schnellstmögliche Behandlung innerhalb von 24 Stunden, ärztliche Behandlung, oder es eilt nicht, also muss nicht innerhalb von 24 Stunden sein. Und es sieht am Telefon jedenfalls vier Versorgungsebenen vor: den Rettungsdienst, die Notaufnahme, den Vertragsarzt und eine vertragsärztliche Telekonsultation. Links oben die drei blauen Kästchen sind dann die Patienten, die in der Notaufnahme verblieben sind. Alle übrigen werden dann in die vertragsärztliche Versorgung geleitet worden. Und Sie sehen hier nochmal, 7% sind eben zurück in die Notaufnahme geschickt worden, 92% in Richtung vertragsärztliche Versorgung. Von denen wiederum, die vertragsärztlich behandelt worden sind, wurden 96% oder etwa die Hälfte der Selbsteinweiser durch die Bereitschaftspraxis behandelt. Nur 4% mussten dem Videoarzt, also von einem Vertragsarzt per Videotelefonie, vorgestellt. Und von denen wiederum sehen Sie hier die Verteilung, das Ergebnis der Videokonferenz mit dem Vertragsarzt: 17% der 24 Patienten, um die es hier geht, sind also nochmal eingewiesen worden. 42% haben einen Arzttermin dann außerhalb des Krankenhauses vermittelt bekommen. Und die anderen 42%, das war ein Zufallsbefund, fühlten sich bereits ausreichend durch die Videokonferenz beraten, sind nach Hause gegangen. Wir haben also 2,2% der Patienten, der Selbsteinweiser, die dann tatsächlich vom Campus in eine Arztpraxis geschickt worden sind. Hier nochmal das Zwischenfazit unserer Studie. Wir haben einen hohen Anteil der Selbsteinweiser, insbesondere zu den Besetzzeiten der Bereitschaftspraxis sind diese Patienten gekommen. Davon konnten rund 50% vertragsärztlich behandelt werden, ganz überwiegend eben auch abschließend. Die vertragsärztliche Behandlung verteilte sich ganz überwiegend auf die Bereitschaftspraxis. Am Ende waren es 1,5% der Patienten, die dann vom Campus weggeleitet wurden. Und das zeigt eigentlich, dass wir für diese Art der Weiterleitung eine maßgeschneiderte Lösung brauchen. Zusätzliches Tresenpersonal, das diese Steuerung vornimmt, wäre dann also sinnvollerweise nur zu den Zeiten einzusetzen, wo tatsächlich sehr viele Patienten kommen und es dann durch die Weiterleitung am Tresen einen Stau geben könnte, also etwa ab 6 bis 7 Patienten pro Stunde. Darunter macht zum Beispiel aber auch eine laufende vertragsärztliche Präsenz in einer Bereitschaftspraxis keinen Sinn. Der Arzt würde dort sozusagen nur seine Zeit absetzen. Dann eine weitere wichtige Schlussfolgerung ist, dass es eben notwendig ist, und das haben Sie auch von Herrn Bayer-Füller schon gehört, sich den Anteil der Patienten noch mal genauer anzusehen, die ressourcenbedingt in die ZNA geleitet worden sind. Wir wollen prüfen, ob es hier noch Verbesserungspotenzial gibt. Können diese Patienten auch mit ESMED sinnvoll eingeschätzt werden? Können sie beispielsweise dann in eine geeignete vertragsärztliche Versorgung geleitet werden? Und welche Ressourcen wären dafür notwendig? Diese Fragen werden wir in einer Folgestudie uns näher ansehen. Den Fragen: kann der Anteil der Patienten gesteigert werden, die in die vertragsärztliche Versorgung gesteuert werden, insbesondere eben aus dem Bereich der ressourcenbedingten Zuordnungen? Könnte die Weiterleitung in die niedergelassene Praxis noch vereinfacht werden, damit das eben von dem Sichtungstresen aus sehr schnell und verlässlich erfolgen kann? Bietet die videomedizinische Behandlung in diesem Zusammenhang ein Entlastungspotenzial? Dem kann man jetzt genauer beschäftigen. Das war im Grunde genommen eben eigentlich nur eine Übergangslösung, um das Problem der Haftung beim Verlassen der Klinik zu lösen. Aber wie gesagt, hier hat sich Potenzial ergeben. Und was ganz wichtig ist,
zu beobachten, wie sich die Rückläufer in die ZNA entwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. von Stillfried. Kurze Anmerkung nochmal, Herr Starke, die Wortmeldung habe ich notiert. Wenn Sie weitere Wortmeldungen haben sollten, bitte ruhig her damit. Ich sammle das und nach den beiden letzten Vorträgen machen wir dann die Frage und Antwortrunde. Es geht jetzt weiter mit Herrn Dr. Lauerer. Ja, vielen Dank. Ich darf mich nochmal vorstellen als akademischer Rat und Habilitant sowie als Leiter des Sachgebiets Forschung des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Gleichzeitig bin ich auch Geschäftsführer der GBS GmbH, eine Ausgründung aus der Universität von deren Mitgliedern. Und im Rahmen dieser GBS GmbH haben wir auch die Studie, über die ich jetzt berichten darf, durchgeführt. Ich darf vorwegschicken, dass wir uns sowohl in den universitären Strukturen als auch, wenn wir unsere Gesundheitssysteme auch vergleichbar oder verglichen analysieren mit den Gesundheitssystemen anderer Länder, immer wieder beschäftigen mit den Limitationen, die einhergehen mit der sektoralen Trennung beschäftigen und dass es deswegen für uns ein Desiderat war und ich gleichzeitig dankbar bin, Teil der Gruppe sein zu dürfen, die das vorliegende Projekt ausgewertet hat, weil es doch auch aufzeigt, welche niederschwelligen Angebote dazu beitragen können, dass das Miteinander aus stationärer und ambulanter Versorgung vielleicht noch besser gelingen kann, als das bisher schon der Fall ist. Ich habe Ihnen noch mal eine Übersicht mitgebracht, der Teile des Projekts, für die wir verantwortlich waren, für die wir die Evaluation übernommen haben. Das ist erstmal und zum größeren Teil die qualitative Befragung zentraler Stakeholder, also Beteiligter am Versorgungsprozess. Damit meine ich die Triagekräfte, Flowmanagerinnen, Videoärzte, Bereitschaftsärztinnen und auch Ärzte der zentralen Notaufnahme. Zielsetzung unserer Evaluation war es, den Testeinsatz auf Basis der Erfahrungen dieser zentralen Akteure zu beschreiben, zu evaluieren und auch Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Der Datenerhebung der Methode liegt erstmal ein explorativer und multiperspektivischer Ansatz zugrunde. Im Detail haben wir 18 Personen aus den genannten Gruppen befragt und haben dafür einen qualitativen, semi-strukturierten Ansatz gewählt, das heißt Leitfäden entwickelt und anhand dieser Leitfäden letztendlich Interviews geführt mit den benannten Professionen. Der Fokus lag zum einen auf den Strukturen und Prozessen des beschriebenen Ansatzes, zum anderen auf der Beurteilung des Konzepts selbst und, wie schon erwähnt, auf der Identifikation von Weiterentwicklungsoptionen, also dem Potenzial, das System vielleicht noch ein Stück weit besser zu machen. Die Analyse hat sich so vollzogen, dass wir die Interviews digital aufgezeichnet haben, anschließend verbatim, also wortgetreu transkribiert haben und dann einen relativ verbreiteten Typ der Inhaltsanalyse, nämlich den qualitativen, strukturierenden Typ nach Meiring, verwendet haben, um letztendlich zu einem Kategoriensystem zu kommen. Das macht man, um einfach die Fülle der Antworten einordnen zu können und strukturiert beschreiben zu können. Also ein Kategoriensystem dient der Übersichtlichkeit, letztendlich auch später der Quantifizierung der Antworten, die wir aus den Interviews generiert haben. Das heißt, ich kann nicht nur erkennen, welche Antworten wurden gegeben, sondern wo lagen auch Schwerpunkte. Ich kann erste Ideen geben, was ist vielleicht wichtiger und was ist weniger wichtig bei der Beurteilung des beschriebenen Verfahrens. Das war der große Teil unserer Arbeit. Komplementär oder unterstützend haben wir auch nochmal Teile übernommen der Online-Befragung von Patientinnen und Patienten. Dabei wurden wir eingebunden in die Befragung, die von der KVB verantwortet wird, eher im Rahmen offen formulierter Fragen, also Fragen, die nicht mit Ja, Nein oder mit der Möglichkeit, Antworten ankreuzen zu können, beantwortet werden, sondern
wo die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit hatten, aus ihren Erfahrungen heraus zu berichten und uns Dinge zu nennen, an die wir vielleicht vorher nicht gedacht haben. Also uns nochmal Botschaften mitzugeben, aus ihren eigenen Erfahrungen im System heraus positive oder auch negative Erfahrungen zu betonen. Also diese Möglichkeit der direkten Feedbackgabe und der Rückmeldung über relevante Aspekte, denke ich, es war nochmal wichtig, das in dem Fragebogen mit zu adressieren. Diesen Teil haben wir nochmal übernehmen dürfen. Auch diese Antworten haben wir relativ pragmatisch mit dem schon genannten und beschriebenen Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Wenn Sie erlauben, würde ich gleich bei diesem Teil, bei diesem kleinen Teil bleiben und nochmal ein kurzes Fazit ziehen, jetzt aus der Perspektive der befragten Patientinnen und Patienten. Also was haben die uns nochmal mitgegeben, wenn sie die Möglichkeit hatten, frei zu antworten? Wir haben herausgefunden bei der Auswertung der Interviews, dass fast alle Patientinnen und Patienten das freundliche Verhalten des Personals erstmal loben. Da freut sich, glaube ich, jeder Beteiligte darüber. Eher inhaltlich fokussiert können wir konstatieren, dass einige befragte Personen die Wartezeiten während der exklusiven Versorgung hervorgehoben haben und gesagt haben, die waren gering, damit waren wir also auch zufrieden. Konkrete Verbesserungsvorschläge waren jedoch nicht zu finden, deswegen haben wir uns auch beschränkt auf diese kleine pragmatische Auswertung. Jetzt, wenn Sie erlauben, darf ich nochmal zurückkommen auf den großen Teil unserer Auswertung, also auf die qualitative Befragung zentraler Stakeholder, Triagekräfte, Flowmanagerinnen, Videoärzte, Bereitschaftsärztinnen und Ärzte der zentralen Notaufnahme. Und da haben wir versucht, die Ergebnisse zu clustern, einzuteilen in Strukturen und Prozesse auf der einen Seite, die Beurteilung des Konzepts auf der anderen Seite und schließlich nochmal im Hinblick auf das Weiterentwicklungspotenzial. Wenn ich beginnen darf mit den Strukturen und Prozessen, fällt zunächst einmal auf, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit, die Entlastung der Triage durch anwesende Flowmanagerinnen und Flowmanager hervorgehoben worden ist. Alle Triagekräfte und alle Flowmanagerinnen und Flowmanager beurteilten die Einteilung mittels der genannten Verfahren MTS und SMET als erfolgreich. Die Mehrheit der dazu befragten Interviewteilnehmerinnen und Teilnehmer achtet die Ressourcenausstattung im Rahmen des Modellprojekts als ausreichend. Sowohl die Flowmanagerinnen und Flowmanager auf der einen Seite als auch die Videoärztinnen und Ärzte auf der anderen Seite berichten gehäuft von Problemen im Rahmen der Videokonsultationen. Da kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass das vor allem Probleme waren der Erreichbarkeit bei der Datenweitergabe im verwendeten System und Verzögerungen wurden berichtet im eigenen Praxisalltag. Bei der Beurteilung des Konzepts insgesamt haben uns 72% der Befragten gesagt, sie haben den Eindruck, dass das Konzept positiv bei den Patientinnen und Patienten, darauf kommt es ja an, ankommt, weil sie wahrnehmen, es gibt kürzere Wartezeiten, es gibt eine adäquate Aufklärung und Begleitung in dem Prozess. Lediglich vereinzelt war festzustellen oder wurde berichtet, dass Patientinnen und Patienten das System und den Prozess eher ablehnen. 13 Personen, die von uns befragt worden sind, berichteten von einer erfolgreichen Selektion und Weiterleitung von Patientinnen und Patienten und vor allem von einer Entlastung der zentralen Notaufnahme. Wenn ich fortfahren darf mit der Weiterentwicklung, so haben wir festgestellt, dass 15 Personen, die wir befragt haben, weiteres Entlastungspotenzial sehen im ambulanten fachärztlichen Bereich. 7 Befragte ergänzten oder nannten uns auch eine Ausweitung des Bereitschaftsdienstes. Vielleicht darf ich da noch mal kurz rekurrieren auf den einführenden Vortrag von Dr. Bayer-Filow. Er hatte uns ja genannt, dass die Ausweitung des Bereitschaftsdienstes zum Beispiel sinnhaft ist im Bereich der Sonographie. Und auch diese Tendenzen und Aspekte haben wir wahrgenommen im Rahmen unserer Auswertung. Die künftige Nutzung von
MTS und SMET wurde von 10 Personen explizit gefordert. Also nochmal mit Nachdruck, ohne dass wir explizit dazu gefragt haben, haben von sich aus 10 Personen der Befragten haben gesagt, MTS und SMET sollte auch zukünftig eine Rolle spielen. Die Etablierung einer Datenschnittstelle war laut der Hälfte der befragten Personen zu optimieren. Großer technischer Verbesserungsbedarf wurde gesehen bei der Videokonsultation, vor allem bei der Datenübermittlung, bei Alarmierungen und auch bei der Einbindung von elektronischen Rezepten und elektronischen AUs. 5 der befragten Personen befürworteten eine Vorabselektion und nannten beispielsweise die Möglichkeit der 116-117 Hotline dafür. Ich darf nochmal hervorheben, dass unsere Untersuchung natürlich mit Limitationen einhergeht. Zum einen die geringe Anzahl an Interviews mit den Bereitschaftsärztinnen und Bereitschaftsärzten der ZNA, das hätten nochmal mehr sein dürfen. Wir haben auch eine relativ kleine Rücklaufquote bei der Patientinnenbefragung. Deswegen wäre es für zukünftige Untersuchungen, die dann sicher auch größer angelegt sein können, ein Desiderat, eine höhere Partizipation von allen beteiligten Personengruppen sicherzustellen und die Dauer des Testeinsatzes nach Möglichkeit entsprechend auszuweiten. Wenn ich noch ein Fazit ziehen darf, ist mir wichtig zu betonen, dass die Interviews insgesamt auf eine hohe Akzeptanz der involvierten Personengruppen hinweisen gegenüber dem beschriebenen Konzept. Der Testeinsatz wurde von den Befragten grundsätzlich als sehr überwiegend positiv und erfolgreich empfunden. Es ergab sich auch die Möglichkeit, Verbesserungsbedarfe zu identifizieren. Die wurden insbesondere genannt im Bereich der Videokonsultationen und mit Blick auf die Etablierung einer noch verbesserten Datenschnittstelle. Weiteres Unterstützungspotenzial, auch das hatte ich am Beispiel der Sonographie ein Stück weit ausgeführt, wird dem Bereitschaftsdienst bzw. den Facharztpraxen zugeschrieben. Damit möchte ich schon schließen und hoffe, Ihnen einen Einblick gegeben zu haben in die Auswertung der Befragung von zentralen beteiligten Akteuren im Modellvorhaben. Besten Dank, Herr Dr. Lara. Herr Dr. Kornbolz, darf ich Sie um Ihre abschließende Bewertung bitten? Ja, herzlichen Dank. Nochmal ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Wir haben eine Situation, in der wir die letzten 10 Jahre ja mit dem Versuch, den Bereitschaftsdienst auf neue Beine zu stellen, erlebt haben. Viel Diskussion natürlich und auch Erfahrungen, die nicht so weit gingen, wie wir es jetzt im Augenblick erleben. Die Problematik ist nach wie vor eine, dass wir in vielen Bereichen unserer Praxen viel Theorie haben. Viel Theorie derjenigen, die uns dann Gesetze schreiben, das auch noch mit Daten verbinden, wann das umgesetzt werden muss und zu Tohuwabohu geführt haben in vielen Bereichen. Deswegen danke ich allen, die an diesem Thema jetzt aktiv mitarbeiten und zwar in einer Form, in der wir nicht nur theoretisch uns auseinandersetzen, sondern das ganz praktisch Erfahrung sammeln können. Herzlichen Dank Herrn Dr. Bayer-Filloff für auch die Möglichkeit, das in Rosenheim am Klinikum umsetzen zu können. Danke für die Bearbeitung ans ZI. Danke für die Mitarbeiter aus unserem Hause, für die praktischen Erfahrungen, die da gesammelt werden können. Das ist schon Arbeit und hat natürlich auch immer zu Diskussionen geführt. Ein deutlicher Ansatz war immer die Frage, ja, ist denn die Tätigkeit eines Computers in der Tat, also sprich ESMED, in der Tat eine Hilfe für den Arzt? Und da ist die Erfahrung jetzt ganz klar die, dass man diese Bedenken, die man auch jetzt von zum Teil Krankenhäusern bekommen hat, in unserer Rolle, dass man gesagt hat, bekam, naja, die Tätigkeit sollte doch schon von Ärztinnen und Ärzten und nicht nur vom Computer umgesetzt werden. All diese Ansätze, die natürlich dann immer zu Diskussionen führen, haben jetzt ganz konkrete praktische Ergebnisse. Und das, finde ich, ist das Tolle dabei, wenn ich so salopp ausdrücken darf, auch für die Patientin natürlich, wenn man erklären kann, dass
einen Patientenstau in langen Schlangen vor dem Tresen dazu führt, dass der Verlauf einer Behandlung durchaus nicht positiv bewertet werden kann und bis hin zu schlechteren oder auch gefährlichen Verläufen zu beobachten sind, bis hin zu Todesfällen, die vermeidbar sind, wenn man es sinnvoll angeht und sinnvoll umsetzt. Und wie gesagt, da sind wir sehr dankbar, eine praktische Erfahrung mit in die Diskussion einbringen zu können, mit den Zahlen, mit dem, was schon bisher jetzt beschrieben wurde. Es ist ja auch so, dass wir zwar noch keine gesetzliche Lösung haben, aber der Vorgang zur gesetzlichen Auflage ist einer, der dann über den GBA, gemeinsamen Bundesausschuss, mal aufs Gleis gesetzt wurde und auch da eine Forderung, eine gesellschaftliche Forderung uns gegenüber, gemeinsam den stationären Einrichtungen, wie auch jetzt uns ambulanten Vertretern in der Patientenversorgung natürlich abverlangt. Wir müssen uns damit befassen und wollen das auch, aber das ist eine Aussage, die wir auch Herr Krombold, Sie haben sich gerade stumm geschaltet. Absicht, dass die Technik hier ist besonders gut. Man hat drei verschiedene Möglichkeiten, sich stumm zu schalten. Entschuldigung. Also, die Kooperation also zwischen dem ambulanten Bereich und dem stationären Bereich ist in Zukunft die Aufgabe, die wir schon auch immer theoretisch miteinander besprochen haben und auch politisch als Aufgabe auf den Tisch bekommen haben. Das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel und ein ganz konkreter Vorgang, wie wir das umsetzen können. Und deshalb ist es auch so sinnvoll, dass wir einem Gesetzgeber, der theoretisch an ein Problem geht, vielleicht auch ganz klar praktische Erfahrungen auf den Tisch legen können, um die Diskussionen, wie gesagt, aus dem rein theoretischen Rahmen heraushalten zu können. Wir haben in Bayern seit fast schon 10 Jahren 119 allgemeine Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern installiert. Insgesamt sind es 135 Bereitschaftspraxen über das ganze Land verteilt. Und natürlich ist in jedem Gebiet sind andere Bedingungen für die Zusammenarbeit die Folge, was geboten ist an Praxen als Beispiel oder auch die Entfernungen zwischen Praxen und Krankenhaus und stationäre Einrichtungen. Das sind nicht unbedingt immer vergleichbare Bedingungen, auf die wir reagieren müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man sich dann mit einer Regelgebung, also sprich Gesetzgebung befasst, dass man Spielräume lässt, um regionale Bedingungen mit einbauen zu können. Da auch dafür ist diese Erfahrung, die da gerade eben jetzt Platz greift und Ihnen vorgestellt wird heute, sehr wichtig. Wir hoffen, dass der geltenden Notwendigkeiten im Hinblick auf die finanziellen Notwendigkeiten mitsieht und die nicht vergisst, weil es natürlich ein Schritt ist, der jetzt allein über die MGV etc., zumindest was uns jetzt im ambulanten Bereich betrifft, natürlich nicht zu schultern sein wird. Wir brauchen pragmatische Lösungen und die bieten wir mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt hier erfahren in diesem Gutachten. Und wir sind bereit, auch weiterhin damit zu arbeiten und freuen uns drauf auf diese Zusammenarbeit. Herzlichen Dank nochmal allen Beteiligten. Danke sehr. Herzlichen Dank, Herr Dr. Krombold. Jetzt liegen bislang 2 Wortmeldungen vor. Wir fangen an mit Herrn Starke. Kurzen Augenblick, Herr Starke, halten Sie sich frei, sodass Sie jetzt Ihre Frage stellen können. Bitte schön. Guten Morgen nach Bayern vor allen Dingen. Herr Krombold hat das gerade schon angesprochen. Die Notfallversorgung soll ja reformiert werden per Gesetz. Die Gretchenfrage ist ja immer, wer dann den Hut auf hat in den Notfallstationen. Die KV beanspruchen das ja durchaus für sich. Wie sieht denn das der Kliniker, Herr Dr. Bayer-Filloff? Wer sollte den Hut auf haben in der Notaufnahme? Also ich glaube, wenn ein Patient sich ins Krankenhaus begibt, kann es nur so sein, dass die etablierte Sichtung, Ersteinschätzung der Klinik vorangestellt wird, um ja,
das Worst-Case-Szenario, also die schwere Erkrankung und auch die schwere Verletzung. Bei der Erkrankung kann es der Patient vielleicht ja gar nicht so sehr selbst beurteilen, dass das vorangestellt wird. Das muss man auch sagen, in unserer Studie war das auch Konsens. Also da war keine Diskussion, dass man aus berufspolitischen Gründen, sage ich jetzt mal ganz pointiert, die eine oder den anderen Part des Tresens voranstellt, sondern man ging letztendlich wegen der Patientensicherheit den beschriebenen Weg vor. Also wenn ich das ergänzen darf, sehen wir auch gar keine Widersprüche. Also das ist ja medizinisch zum Schluss aus der Situation heraus begründet, was da passiert. Die Diskussionen gingen eher darum, wer dann sozusagen das Sagen über die Räumlichkeiten hat etc. Auch das habe ich, bei mir ist es etwas länger her, in die Erfahrungen aus dem Krankenhaus, aber die Kooperation unter den Kolleginnen und Kollegen war immer eine, die, wie gesagt, miteinander den gemeinsamen Weg bei einem Patienten, der etwas schwieriger zu beurteilen war mit seinem Problem, natürlich gemeinsam gefunden. Also da sehe ich auch kein großes Problem. Das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass man in dieser praktischen Umsetzung jetzt auch genau diese Ebene so erlebt, dass man nicht darüber diskutieren muss, wer steht jetzt wo auf dem Papier, sondern man kann sich mal anschauen, wer die Arbeit macht. Und das ist durchaus eine gemeinsame Arbeit, die da ansteht. Und natürlich ist es bei der Frage, jetzt stationär oder ambulant, muss natürlich das Stationäre ausgeschlossen werden, weil es natürlich sonst eine Fehlbehandlung sein könnte, wenn man meint, einen Herzinfarkt ambulant behandeln zu können. Das ist, wäre natürlich ein klarer Fehler. Also das wird sich über die, auch über die Erfahrungen mit regeln. Danke. Danke, wenn ich das noch ergänzen darf. Ein derzeit sehr kontrovers diskutierter Punkt ist ja die Frage, was passiert zu den Praxisöffnungszeiten? Auch da nehmen die Krankenhäuser ja im Prinzip am Bereitschaftsdienst teil, wenn die Fälle ambulant abgerechnet werden. Und die Frage stellt sich, ist es denkbar, Patienten auch vom Campus des Krankenhauses selber wegzuleiten in die ja bereits geöffneten Praxen, wenn es eine geeignete Ersteinschätzung vorher gegeben hat. Und ich glaube, die Demonstration, die wir hier mit Rosenheim machen konnten, zeigt, das ist grundsätzlich möglich. Es sollte auch sicher sein, das muss sicher in weiteren Studien auch noch erhärtet werden, aber man würde jetzt nicht zwingend einen völlig neuen Apparat benötigen, um beispielsweise an dieses Problem herangehen zu können. Und das ist ja eines der, ich sag mal, immer noch ungelösten Themen der Notfallreform, sodass ich schon glaube, dass diese Studie hier einen Weg weist, auch für eine weitergehende Notfallreform. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Frau Diekmann, die heute für die dpa berichtet. Frau Diekmann, Sie werden jetzt scharf geschaltet und können Ihre Frage gerne stellen. Ja, danke, vielen Dank. Einmal eine ganz kurze Zahlenfrage an den Herrn Krompholz. Sie sagten vorhin, in Bayern seien seit fast schon 10 Jahren 119 allgemeine Bereitschaftspraxen an Krankenhäusern und 135 übers ganze Land verteilt. Das heißt, 119 sind an Krankenhäusern und die restlichen 16 sind dann außerhalb von Krankenhäusern angesiedelt. Also in irgendwelchen, das ist ja nicht viel. Naja, also die Anforderung gesetzlich war ja, dass das an Krankenhäusern oder in Krankenhäusern umgesetzt werden sollte. Das war damals auch der Reformansatz und davon haben wir 119 in Krankenhäusern umsetzen können. Mhm. Und in Bereichen, in denen es auch zum Beispiel nicht nur um allgemeine, sondern um fachärztliche Bereitschaftsdienstpraxen handelt. Das sind die anderen, die Sie genannt oder gezählt haben, 116 oder 16 oder 15 in Bayern. Die sind nicht unbedingt am Krankenhaus, aber nicht weit weg, beziehungsweise die Zusammenarbeit ist weiterhin gewährleistet. In welcher Form sich das weiterentwickeln kann, werden wir sehen. Und dann noch. Darf ich das kurz ergänzen, weil das ist tatsächlich eine Zahlenfrage. Ich würde Ihnen dazu gerne eine Grafik noch zeigen, und zwar die Verteilung der Patienten nach Stunden in Rosenheim. Rosenheim ist, wie Sie gehört haben, eine große Notaufnahme mit 45.000 Patienten im Jahr.
Die durchschnittliche Notaufnahme in Deutschland hat etwas unter 20.000 Patienten im Jahr. Und wenn man das jetzt mal umrechnet auf die Stunden, zu denen die Patienten kommen, dann sehen Sie folgendes Tagesprofil. Und in Rosenheim sehen Sie, dass ab 8, etwa zwischen 8 und 9 die Zahl über 6 Patienten pro Stunde steigt und das bleibt bis 20 Uhr so. Und andere Zahlen, ja. Wenn Sie jetzt die durchschnittliche Notaufnahme in Deutschland nehmen mit weniger als 20.000 Patienten, dann erreichen Sie auch zu diesen höheren sagen wir stärker besuchten Tageszeiten nie eine Spitze von 4 Patienten pro Stunde. Und auch zu den anderen Abendzeiten bleibt es dann in diesem Niveau, sodass sich die Frage stellt, macht es überhaupt Sinn, an kleineren Notaufnahmen dann eine entsprechende Bereitschaftspraxis einzurichten, die natürlich auch entsprechend weniger Patienten hätte. Okay. Gut, das heißt, das sind vor allem für Größere. Dann noch eine Sache, Sie sagen ja auch, dass Sie das an Bereitschaftsärzte auch außerhalb oder auch an Arztpraxen überweisen. Jetzt ist ja für viele Ärzte, sind ja eh randvoll mit Terminen, auch Bereitschaftsärzte wissen oft gar nicht, wen sie zuerst anfahren sollen, vor allen Dingen auf dem Land. Gibt es denn da bei den Ärzten überhaupt das Potenzial, das zusätzlich noch abzudecken? Denn wenn das bislang oft von den Notaufnahmen aufgefangen wurde, dann käme das ja für die Ärzte noch hinzu. Wie ist, haben die überhaupt Kapazitäten, die Ärzte? Ich meine jetzt in den Praxen, die dann angefahren würden, um im ambulanten Bereich weiter zu behandeln. Ich gehe schon davon aus, dass die Organisationen das hergeben können und auch durchaus auch Interesse besteht von den Kolleginnen und Kollegen. Sicherlich eine Organisationsfrage. Es muss sich halt natürlich auch rechnen, das muss ich bezahlen. Und dann haben auch die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen natürlich auch Interesse dran. Aber wir können jetzt nicht einfach nur mehr Arbeit aufheißen, sondern das muss sich schon auch in der Organisationsform und auch ökonomisch in einem Kontext befinden. Gibt es weitere Wortmeldungen, weitere Fragen an die Vortragenden? In die Runde. Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Interesse an unserem heutigen Pressegespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute restliche Arbeitswoche. Bleiben Sie gesund, auch ganz bald. Vielleicht ja auch schon an diesem Mittwoch, wenn das ZI Hybrid zu seiner Veranstaltung ausgezeichnete Gesundheit ins Allianz Forum oder digital bei Livestream einlädt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei wären. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.